So, da sind wir wieder zu einer neuen kleinen Runde Ion mit der lieben Sina. Und wir sind immer noch hier und warten darauf, dass es Nacht wird, damit wir die Kleidung von den Tussen stehlen können. Irgendwie fange ich an, das zu hinterfragen. Ich meine, wir können euch einfach Kleidung von Frauen klauen. Was ist das für ein... Ey, cool, schon 12. Wow. Ah, Mela sammeln. Oh yeah, in Slow Motion, sagst du? Yeah, so finde ich das geil. Syndras. What the fuck, was war das? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ach, das ist schon tot. Ah, toll, hatten wir noch Schaden machen können. Kleine Fokusperle. Wird es gerade Nacht? Ich glaube, es wird gerade Nacht. Naja, wir leveln in der Zeit noch ein bisschen das Sammeln und das Töten von Tieren machen wir noch. Wir haben ja Zeit, ne? Das ist ja ein entspanntes Spiel. Wir wühlen hier ein bisschen im Dreck rum. Ja. Hui. Geht jetzt aber ein bisschen schnell mit dem Sammeln, habe ich das Gefühl. Huhu. Ich würde ja diese komische Eiskette machen, aber die dauert irgendwie, finde ich, relativ lange. Ich stelle mich mal hier hin, dass es wirklich so aussieht, als würden wir das sammeln. Voll schön. Ah, ist alles ein bisschen doof. Na, erstmal ausruhen. Es ist jetzt schön. Boah, hier für die Pro, ey. Yeah. Und ein Abonnent, also ich hoffe Abonnent, also auf jeden Fall ein lieber Kommentator hat geschrieben, wenn ich P drücke, sehe ich, was ich anhabe. Ah, okay. Kann ich das irgendwie ablegen und dann, hä? Oh. Das finde ich auf jeden Fall praktisch. Ich möchte jetzt gerne das Inventar dazu noch... Ja, ich würde gerne das Inventar... So, das würde ich gerne machen. So, dann gucken wir doch mal. Stoffschuhe der Ebene. Könnten wir die nicht da jetzt... Ja. Gut. Haben wir die schon mal an. Das ist doch schön. Wow. Sound of the Magic. Der Schlucht. Sehr schön. Ich glaube nämlich, das ist auch stärker. So. Stigma, Abyss, Teil, Bewegung. Oh Gott. Kommt hier. Söldnergürtel. Der Gürtel kommt. Schulterschutz, Handschuhe, Ohrringe. Da! Ah, Angst. Ohrringe, Kopf, Halskette, Ohrringe, Schulterschutz, Handschuhe, Ring, Gürtel. Ah, Gürtel. Es kann nie schaden, genug Klamotten zu tragen. Magiebuch des Jägers? Warte mal. Angreifen, die sind genau gleich, oder? Ja. Ah, ich nehme aber mal das, weil ich finde, das sieht obwohl. Ja, doch, das klingt auch besser. Magiebuch des Jägers. Böse.
Nein. Alter, wie können die immer noch einen Angriff machen? Angreif machen. Ja. Ach ja. Sammelt schneller. Oh. Ah, cool. Den Hain. Stück eines Abex-Rufers. Das klingt total barbarisch, als ob wir da irgendwie die Haut von ihm borsten oder. Ach, es ist. Das Spiel ist total, insgesamt so total tödlich und brutal und böse. Ah, jetzt aber. Komm, 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 komm. Jawohl, kein Treffer von dem Scheißvieh. Kann es. Was ist das da? Ist das irgendwas? Nein. Kann es nicht bald verdammt nochmal Nacht werden? Ich krieg hier einen Kollaps, ey. Ich glaube, wir sollten einfach in der Story weitermachen. Wo war das? Das war ja, das war hier. Das Pilzdiebe. Durch den Achso, genau. Finden. Das finden wir jetzt. Wo bin ich? Ich bin da. Ich glaube, das wird mir sogar unten angezeigt. Kann das sein auf der kleinen Map? Ich weiß nicht. Ich hab jetzt gedacht, oh Gott, was liegt denn da für ein Mensch? Wir laufen einfach mal querfeld ein hier durch. Ja, noch ein bisschen Aria sammeln. Ich bin mir sicher, irgendwann ist diese Fähigkeit mal total wichtig. Boah, das Dings da grast neben mir. Voll geil, Mann. Also neben uns. Boah, Alter, wie fame, wie gut ich einfach im Sammeln bin, ey. Ja, yeah, ich bin total der Skillmaster. Ah! Na gut. Aber wie viel Schaden das hat, das nimmt echt nichts dabei. Aber echt mal, das Schaden macht ja echt. Das Schaden macht ja echt, ja. Nee, aber echt, wie viel Schaden das Ding echt macht, das ist mega übel. So, wo geht's denn da? Ampe ist. Das klingt wie angepisst. Du bist hässlich. Ach, schöner Tag, nicht wahr? Ich habe euch schon erwartet, Cecina. Der Hauptmann hat eure Ankunft. Ah, ich habe euch schon erwartet, Cecina. Der Hauptmann hat eure Ankunft angekündigt. Seid ihr schon fertig mit euren Kurzborsten, Mepigus? Mepigussen? Oh fuck, schweres Wort. Ich bin doch nicht mal losgegangen, um meinen Anteil zu jagen. Ich schalte verdammt schnell zu. Ich habe ja nur 2 oder 3 Folgen dafür gebraucht. Wir erstatten Bericht. Großartig, ich war an meinem Lieblingsplatz. Ach ja, und dort habe ich eine schöne Anzahl an Pilzen gefunden. Ich hatte ein gutes Gefühl, was euch betrifft, damals, als wir über eure Aufnahme abstimmten. Jetzt sehe ich, dass ich recht hatte, für euch zu sprechen. Ich würde euch ja einen Anteil des Profits abtreten, aber naja, ich habe gerade keine China. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber etwas von dem Essen abhaben. Ja, bitte. Lebensex hier nehmen wir, dankeschön. Du bist scheiße und ich hasse dich. So, was können wir jetzt machen? Das war doch eigentlich aber eine storyabhängige Kampagne. Oh Gott! Scheiße! Hört Wald einem Elim zu. Waldhüter Noah. Ach so, da ist Waldhüter Noah. Das ist da. Ach so, okay. Da hätte ich irgendwie was. Seid gegrüßt! Ich warte noch auf das Mensch. Seid gegrüßt, Mensch. Stufe 5, Fortschritt, eine Bitte der Elim. Ah, ich nehme an, Anpiss schickt euch. Hört mich an, Mensch. Ich hatte gehofft, ohne eure Hilfe auskommen zu können. Aber es geht nicht anders. Was willst du, Pratze? Die Kobolde zerstören den Wald. Meine Baumbrüder rufen nach mir. Gut, hier Zwischensequenz, ey, voll geil, Mann. Und dafür mussten die jetzt einen Film starten? Hört genau hin, Mensch. Hört ihr? Mit jedem vorbeiwehenden Luftau. Die Schmerzensschreie meiner Brüder. Meine Äste ächzen unter den Qualen. Ja, geh mal vom Holzwerk. Ich rede vom Wald. Dem lebendigen Wesen, unter dem ihr euch gerade befindet. Hört nur.
Wald schreit vor Angst, weil die Dukaki ihn von der lebendigen Welt trennen. Was soll ich da jetzt machen? In diesem Wald gibt es Lebewesen. Wir nennen sie schlafende Äste. Nur sie können uns retten. Doch gegenwärtig schlummern sie tief, nicht ahnend, dass sie umgeben sind von Tod und Zerstörung. Dies werdet ihr brauchen. Die Elimflöte. Nur mit ihr könnt ihr sie aus ihrem Schlummer erwecken. Beeilt euch. Ich fühle die Wurzeln des Waldes unter mir. Lauft, sucht sie und spätestens ruhend. Mach ich, Alter. Alter, war das eine Hardcore-Stimme. Fuck. Boah, ich glaube, das war total unnötig, dass ich das jetzt so gesprochen habe. Ah, Schmerz, ich muss was trinken. Frisches Mineralwasser. Naja, auch nicht so frisch. Ich meine, die Flasche steht jetzt seit ein paar Tagen hier. Das war gerade lustiger Special Move von der Waldsilfe. Habe ich gegen sowas schon mal gekämpft? Oh. Natürlich! Warte, greift mich jetzt... Nein, ich habe jetzt gedacht, jetzt greift mich die andere Waldkacke an. Nein. Nein, nein. So, ich bin mir fast sicher, dass ich weiß, was der liebe Baum von mir möchte. Muss ich hier mal kurz durchrennen. Einmal durch das fette durch das fette Ding durchlaufen. Nämlich, wie ich letztes Mal mich gefragt habe, was ist das? Was ist das dieses Jahr? Ich glaube, das ist gemeint mit schlafende Scheiße, so. War das nicht hier? Doch, das war hier. Das da. Könnte das nicht sein? Da. Ah, nein! Ich muss mein Inventar wieder nach... Obwohl, das kann da bleiben. Das ist schön. Aber was soll das denn sonst sein? Das muss das sein. Ah! Oh mein Gott! Hilfe! Angst! Scheiße! Boah, mir fällt gerade auf, dass die Folge jetzt irgendwie doch voll schnell vorbeigegangen ist. Hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass endlich Nacht wird, damit ich die Tussen ausziehen kann. Aber das können doch nur die schlafenden Äste. Was soll das denn anderes sein? Oh, cool. Wo ist jetzt der questabhängige Gegenstand? Diese Äste sind offensichtlich nicht wie normale Äste. Also, wo ist jetzt die verkackte Drecksflöte? Ach, egal. So, die Folge ist nämlich sowieso vorbei. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, bis das nächste Mal wieder. Und wir spenden es, wo wir es das letzte Mal beendet haben. Und tschüss.